Hi, Sean. Hi, Dad. Ja, Leute, da geht's auch schon weiter bei Heavy Rain. Und man sieht, jetzt hat es tatsächlich was mit Heavy Rain zu tun. Herbst ist es mittlerweile, 2 Jahre später nach dem tragischen Unfall mit Sean Mars. Nee, Ethan. Nee, Jason. So, Jason. Ja, und ich habe mal erfahren, in der Sequenz, wo er sich halt vors Auto wirft mit seinem Sohn, und dann dieser Ballon wegfliegt, da weiß man ja eigentlich, dass der Sohn jetzt gerade gestorben ist. Es kommt einem aber nicht so vor, weil es so aussieht, als würde sich Ethan Mars vors Auto werfen. Ich habe mal irgendwie erfahren, ich glaube, meine Schwester hat es mir erzählt, dass es mal eine Szene gab in dem Spiel, die allerdings wie bei einem Film halt rausgeschnitten wurde, in der man sieht, wie Ethan, also hier der Vater, und Jason im Krankenhaus liegen und Jason dann im Krankenhaus stirbt, während er überlebt. So war es irgendwie. Also er ist durch die Verletzungen dann halt gestorben. Nur so viel dazu, er ist aber auf jeden Fall tot, leider. Und irgendwie scheint jetzt alles im Argen zu sein. Der Ethan sieht sehr heruntergekommen aus und naja, aber man kann es ja auch verstehen. Aber was denkt er denn gerade so? Reden. Seems like he doesn't really want to talk. Na, das scheint nicht gut drauf zu sein, der Sean. I know he doesn't like being the last one left at school. Okay. Regen. Heavy rain. It's been the same for weeks. Er hat Heavy Rain gesagt. spät. I'm late. Again. Okay, was haben wir noch? Zu Hause zum Wagen. Ich sag mal zu Hause. Let's go back home. Ja, das sind immer nur so kleine Sätze, die Gedanken halt. Sean's waiting for me in the car. I better go back. Und das tun wir jetzt auch. Keine Lust mehr, hier im Regen zu stehen. Auch wenn es fantastisch aussieht, wie dieser Regen die Kleidung nass macht. Und ach, es ist schön. Naja. Ja, okay. Ich muss auf der Fahrerseite einsteigen. Nicht, dass der auf der Beifahrerseite einsteigen kann und einfach durchrutschen kann. Nein. So, rein da. Okay, also links das Symbol heißt, glaube ich, wieder, dass ich aussteige. Das da oben ist Rückspiegel. Okay, und dann würde ich sagen, starten wir mal die Zündung und ziehen den Hebel. Und geben Gas und fahren. Fahren dürfen wir nicht selber, ist halt eine Sequenz. Aha, man sieht eine andere Wohnung. Ja, nach dem Tod von Jason ist wahrscheinlich alles zerbrochen. Die Familie, die Liebe zwischen Vater und Mutter und so, und haben sich anscheinend getrennt. Und ja, er lebt jetzt alleine. Und wir können mit Sean reden. Sean, do you want to do your homework now? Please, Dad, let me watch TV a little while longer. We'll do it later, okay? Okay, wir haben nämlich jetzt einen Zeitplan hier hängen in der Küche. Den können wir uns mal kurz angucken. So, und da sieht man, wann wir was am besten machen müssen. Okay, also es fängt um 4.30 Uhr an mit einem Snack, also 16.30 Uhr. Wie viel Uhr haben wir denn jetzt? Wir wollen ja ein guter Vater sein, dafür wird es auch eine Trophäe geben, aber wen interessiert die schon? Okay, oh. Wir sind schon überfällig. Snack? It's time for your snack. Are you hungry? I guess, a little. Let's see what we can find in the kitchen. Gut, dann gucken wir mal, was wir dem so zu essen geben können. Ich würde sagen,
Wir geben ihm was Gesundes und nehmen deswegen ein Obst. Und das soll er gefälligst essen. Wenn nicht, werden wir ein böser Vater. Ja, jetzt müssen wir noch hier rumlaufen. So, hier, bitteschön. Here, Sean. Here's your snack. Thanks, Dad. Was ist das, ein Apfel oder ist das eine Mandarine? Ich sehe es gerade nicht. So, okay, den Snack hätten wir. Was haben wir denn dann als nächstes um 6 Uhr Hausaufgaben, okay? Und wir haben jetzt kurz nach 5. Ja, kurz nach 5. Gut, dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Was können wir denn noch? Grace. Ah, Grace hat die Frau, ne? Grace has Sean this weekend. Seems like he can't wait to get back to his... Tja. Das ist schade, wenn sowas passiert. So, was können wir denn noch machen? Eine Zeitung? Nee. Ja, ich will hier eigentlich nicht so viel groß machen, sonst verpasse ich noch die Zeiten und das möchte ich eigentlich nicht. Wir könnten auch rausgehen, er hat auch einen kleinen Vorgarten. Ist so eine typische Single-Wohnung aus Amerika irgendwie. Erinnert mich immer wieder ein bisschen an Krieg der Welten, an das Remake von Steven Spielberg. Da wohnt ja Tom Cruise auch in so einer Wohnung. Okay, wir können uns auch hinsetzen. Was guckt der da eigentlich für einen Müll? Kann ich mir das angucken? Ja. Ah ja. Okay, irgendein seltsamer Cartoon, der ziemlich verstörend ist. Ja, interessant. So, was haben wir denn noch? Keine Hausaufgaben? It's still early. We'll see about the homework later. Genau. Und das ist schön bei, das ist das Schöne bei Heavy Rain. Man wird so, ja, weiß ich nicht, man macht auch mal ruhigere Sachen. Es ist nicht nur pausenlose Action oder so, es ist auch, man muss hier auch mal beweisen, ein guter Vater zu sein. Und wir beobachten Sean, der ist anscheinend nicht sehr glücklich. Aber kann man ja auch verstehen, er hat einen Bruder verloren, die Eltern haben sich getrennt. Der hat jetzt schon mehr durchgemacht in seinem Leben, als viele andere Leute in ihrem ganzen Leben. Sean hasn't done his homework yet. Ja, deswegen werden wir ihn ja gleich daran erinnern. Ach, ich kann ja nicht einfach tatenlos rumsitzen. Okay, wir haben 5:30, 6. Gucken, ich lese dann doch mal ein bisschen Zeitung. Origami-Killer steht wieder zu. 7. Opfer identifiziert. Die Polizei hat bestätigt, dass die Vorgehensweise auf den Origami-Killer schließen lässt. Ja, denn in dem Spiel geht es ja um den Origami-Killer. Ich habe es noch gar nicht erwähnt, seitdem ich das LP angefangen habe. Und falls Leute gibt, die das Spiel nicht kennen, wisst ihr es jetzt. Es geht um einen Killer, der entführt seine Opfer immer, meistens Kinder, und sperrt sie dann irgendwo ein, wo sie dann durch das Regenwasser, das im Herbst entsteht, ertrinken. Langsam und qualvoll. Und ja, wenn er das geschafft hat, dann legt er ihnen eine Origami-Figur in die Hand, deswegen Origami-Killer, und eine Orchideenblüte auf die Brust. Ein ziemlich krankes Schwein. So, haben wir jetzt mittlerweile mal 6 Uhr? Ja, fast. Dann können wir ja schon mal zu den Hausaufgaben ermahnen. Hausaufgaben da. Sean, do you want to do your homework now? Please, Dad, let me watch TV a little while longer. We'll do it later, okay? Nein, wir machen es jetzt. I think we should just get right to it. Then it's done and out of the way. Now, get your bag and get set up in the kitchen. I'll help you. Ja, er scheint nicht sehr glücklich darüber zu sein, aber wer ist er schon? Wer macht schon gerne Hausaufgaben? So. Fernsehen aus, damit wir uns auch konzentrieren können, und wir müssen ihm jetzt tatsächlich auch dabei helfen, beziehungsweise seine Hausaufgaben überprüfen. Genau, machen wir das Licht an. Du bist ja richtig schlau, mein kleiner Junge. So, wir setzen uns mal zu dir. Wenn er seine Hausaufgaben macht, und das ist auch schön, solche Sequenzen werden dann immer mit so verschiedenen Kamerafahrten begleitet, wie in einem Film, und dann Musik läuft im Hintergrund. Damit einem selbst beim Zugucken einfach nicht langweilig wird. Oh, das war jetzt gerade mein Fehler. Ich wollte gar nicht aufstehen. Also ich wollte nicht mehr die Taste drücken. Ich frage mich, was er da für Hausaufgaben macht.
Mathe? Englisch? Deutsch? Wo ich gar nicht weiß, ob die in Amerika Deutsch lernen. Ja, ich glaube, es gibt einige Schulen, an denen das gelehrt wird, an denen man das wählen kann. Das ist so eine Zweitsprache wie bei uns Französisch oder so, die man dazu wählen kann. Ach, Französisch, Igitt. Hatte ich auch mal in der Schule. Ich weiß nichts mehr. Aber ist mir eigentlich auch egal, weil die war so... Nicht so... Bleh. Nee, ist nicht meine Sprache. Hat mir auch nicht Spaß gemacht. Kann ich Gedanken hören von mir? Nee, wir können nur hier sitzen und warten, bis er fertig ist. Ah, der braucht ganz schön lange. Dad, I'm finished. Can I go watch TV? Lass mich das erstmal angucken, mein lieber Junge. Let me have a look. Pretty good. Looks like you're done. Off you go. Okay, sehr gut. Dann hätten wir das mit den Hausaufgaben auch schon erledigt. Dann gucke ich mal wieder auf den Zeitplan. Ich habe mir das natürlich nicht gemerkt, was als nächstes kommt. 7 Uhr Abendessen, okay? Wie viel Uhr haben wir jetzt? Oh, dauert gar nicht mehr so lang. Ja, dann kann ich das schon mal vorbereiten. Ich glaube schon, ne? Aber ich warte noch ein bisschen bis so 10 vor. Ich kann aber mal gucken, was wir so haben. Ich meine, wir hätten eine Pizza im Kühlschrank. Ja. Okay, die kann ich aber noch nicht benutzen. Ich kann nur was trinken. Okay, ich habe Bier oder Saft. Aber da ich ein guter Vater sein will, trinke ich natürlich Saft. So, erstmal schütteln. So, und dann trinken wir das. Ja, ich glaube, die Pizza muss man dann auch nur kurz in der Mikrowelle warm machen. Und ja, dann sollte das schon reichen. Aber ich glaube, ich kann die auch erst anwählen, wenn ich ihn darauf angesprochen habe. Aber wie viel Uhr haben wir jetzt? Oh, ich kann es nicht sehen. Wieso ist denn das jetzt auf einmal hier so dunkel? Weil es dunkel wird wahrscheinlich, was? Aber hier ist ja ein Lichtschalter, den machen wir mal an. So. Naja. Natürlich viel. Okay, Abendessen, Viereck. Do you want me to get your dinner? Oh yeah, I'm really hungry. Okay, I'll go see what I can find. I'll call you when it's ready. Okay, gut. Das läuft ja. So, dann gucken wir mal, jetzt müssten wir sie eigentlich anwählen können. Ja. Gemüse oder Pizza? Natürlich Pizza. Wer isst denn schon Gemüse freiwillig? Bleh. So, okay. Mikrowelle. Vor allem kleine Kinder, die wollen doch keine Pizza, kein Gemüse essen. So, rein. Zumachen. Anmachen und warten. Dum, 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 dum. Schon fertig. Das ist ja, ging ja schnell. So eine schnelle Mikrowelle möchte ich auch mal haben. Schneiden. Ich weiß nicht, warum ich dann dafür schütteln muss, aber wäre eher besser, wenn man den Stick hin und her bewegen müsste, aber okay. Ich will mal nicht so sein, ne? You can come now, Sean. Your meal is ready. I'm coming! Sehr gut, das läuft ja alles nach Plan. Ich hatte damit nämlich, dass als ich das allererste Mal gespielt habe, irgendwie meine Schwierigkeiten. Weil ich das nicht so gut eingeplant habe und irgendwie hing ich dann so ein bisschen hinterher mit der Zeit und ach, nee, lief alles nicht so toll. So, wir setzen uns mal zu ihm, wie eine richtige Familie das macht. Aber wieso kann ich mich nicht auf den Stuhl setzen? Egal. So. Und wir beobachten ihn beim Essen. Und wieder setzt Melodie ein. Und hier werde ich den Teil jetzt auch erstmal beenden, denn wir haben nicht mehr so viel Zeit. Und ja, das war's für Heavy Rain. Sean ist gleich weiter. Und wir machen dann dementsprechend auch weiter. Also bis dann. Ciao.